Wir sind wieder da. Dienstagabend, gestern 64.000 Euro gewonnen und 8.000. Und mal gucken, das ist doch zu überbieten, wenn wir heute wieder eine neue Folge gewinnen von unserer allseits geliebten winterlichen Game Show Wer wird Millionär? Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Wer wird Millionär. Dienstagabend ist es schon und auch heute geht's wieder zurück in unser schönes Studio in den Winter. Bald ist Weihnachten, noch 6 Tage sind es und dahin kann man sich ja bis dahin ablenken mit einer neuen Frage bzw. einer neuen Frageleiter und auch eben einer dazugehörigen neuen Auswahlaufgabe, die heute heißt: Ordne diese Sprungdisziplinen nach der Weltrekordleistung in Metern von wenig bis viel. Weitsprung, Stabhochsprung, Dreisprung, Hochsprung. Keine Ahnung. Also, der Reihenfolge nach, von wenig bis viel. Angefangen wird beim Hochsprung, gefolgt vom Stabhochsprung, dann kommt der Weitsprung und dann eben der Dreisprung. D, B, A und C. Das wussten immerhin noch stolze 8. Am schnellsten war Spieler Nummer 7. Und los geht's. So, wir starten heute mal mit der Schisser-Variante mit 3 Jokern und versuchen unser Glück bei den ersten 5 Fragen zumindest mal. Los geht's! Für 50 Euro. Ist der Jäger pleite, kennt er sich wohl auch kein neues? Zusagen, versichern, was garantieren oder gewährleisten? Da kann er sich kein neues gewährleisten. B. 100. Was verbindet Großbritannien mit dem Festland? Golden Dam, Eurotunnel, Penny Passage, Dollarbrücke. Der Eurotunnel B. 200. Wie nennt man einen klassischen Longdrink aus Cola und Rum? Free Hawaii, Napoli Libero, Cuba Libre, freies Wendland. C. Cuba Libre. Und wir gehen auf die nächste Frage für 300. Wozu gehören die Themenbereiche Radioaktivität, Kernfusion und Kernspaltung? Zu Feinbergchemie, Plätzchen mit Mathematik, Plünderbiologie oder Teilchenphysik? Das war ja wohl eindeutig. Und 500. 13 hoch 2 minus 12 hoch 2 ist 1 hoch 2, 3 hoch 2, 5 hoch 2, 7 hoch 2. Nach Adam Riese. Eins hoch 2? 2 hoch 2 ist 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 1024, 1048, 4096. 8.192. Moment. 8.000 minus 4.000. Hä? Ach so! Oh, ich hab 2 Hochdings gemacht. Nee, ich bin da so blöd. 13 hoch 2 ist 169, minus 12 hoch 2 ist 144, da haben wir 13 hoch 2 ist 169 minus 144, kommt in der Differenz eine Summe von 25 raus und das ist 5 hoch 2 C.
hab falsch angefangen. Und 1000. Was wissen nicht nur Frauen zu schätzen? Glasnagelfeile, Holznietzschenschere, Steindübelfräse, Stahlbolzenhobel. Nicht nur Frauen zu schätzen. Also, was man in Verbindung bringen kann mit Frauen, ist die Nagelfeile, aber Glasnagelfeile, Holznietzschenschere, glaube ich nicht. Steindübelfräse. Pff. Ich sag A, die Glasnagelfeile. Holzenhobel. A. So weit, so gut. 2000. Was für ein Vogel ist Hans Huckebein aus der Bildergeschichte von Wilhelm Busch? Storch, Hahn, Rabe, Krähe. Eine berechtigte Frage. Da muss ich mir helfen lassen. Ich würde an der Stelle hier ehrlich gesagt mit dem Publikumsjoker beginnen. Telefon habe ich gerade ein schlechtes Gefühl bei. Ich frage alle, die zuschauen. Deswegen, wenn ihr es wisst, schreibt doch gerne eure Antwort in die Kommentare. Was für ein Vogel ist Hans Huckebein aus der Bildergeschichte von Wilhelm Busch? A. Der Storch. B. Hahn. C. Rabe. D. Krähe. Ihr dürft gerne einen Kommentar schreiben mit eurer Meinung, was es ist. Und auch diskutieren ist natürlich auch erwünscht. Und wir gucken uns mal das Ergebnis an. ...91% sind für C, Rabe. Schon ein bisschen zu schnell gedrückt, aber es war 91% für C. Der Mehrheit gehe ich mit und ich nehme C. Der Rabe. So viel dazu. Wobei handelt es sich um einen weitverbreiteten Vorratsschädling? Buttermotte, Mehlkäfer, Nudelwurm, Zuckerschnecke. Also von den Begrifflichkeiten her würde ich eigentlich mal sagen, aus irgendeinem Grund den Mehlkäfer B. Als ob ich schon mal irgendwo gehört habe. Ich glaube, das kenne ich sogar irgendwo, oder? Also Mehlkäfer klingt zumindest schon mal sehr, sehr gut als Antwort. Buttermotte. Pff. Vorratsschädling, Buttermotte. Naja, Butter liegt ja nie offen, ne? Mehlkäfer kann ich mir vorstellen. Nudelwurm weiß ich nicht. Es klingt nicht unmöglich, aber dass es existieren würde, das könnte gut sein. Also, D, Zuckerschnecke würde ich ausschließen, einfach nur aus dem Grund, weil es irgendwie so ein bisschen erfunden oder schwachsinnig klingt. Also, ich schwank zwischen B und C. Ich würde vermuten, es gibt dann eher einen Mehlkäfer als Nudelwurm. Aber ich kann auch ganz falsch liegen. Ein Vorratsschädling. Ich nehme B, den Mehlkäfer. Ich riskiere es mal. B. Irgendwas sagt das von dem Begriff her. Irgendwas sagt mir das. Ja! Wir gehen auf die 8000. Was ist häufig mit einer sogenannten Anti-Fog-Beschichtung ausgestattet? Regenjacke, Schwimmbrille, Bratpfanne, Tapete. Anti-Fog, also Anti-Rauch, weil Fog ist ja ein bisschen so Anti-Nebel. Bisschen so Fog kann Nebel oder Rauch sein. Dass es nicht anläuft. Also ich habe eine Vermutung, die geht zu B. Schwimmbrille.
Als zweites würde ich sagen, eine Tapete, vielleicht beim Rauchen, Anti-Fog-Beschichtung, Tapeten, ich weiß es nicht genau. Na gut, Wände färben sich oder so irgendwann mal. Aber Schwimmbrille. Die Überlegung da ist, wenn es so eine Anti-, so eine Beschichtung ist, dass es nicht beschlägt oder sowas. Eine Brille kann ja beschlagen. Wenn du gegenatmest von innen, zum Beispiel mit einer Taucherbrille, wird sie beschlagen werden. Wenn du aber unter Wasser bist, dann hast du dieses Problem nicht, weil du siehst immer eigentlich klar durch. Regenjacke, wüsste ich nicht, was es jetzt damit beschlagen, ob sie in dem Fall von Nebel zu tun haben sollte, wissen sie mit ja, Rauch. Kann ich mir nicht vorstellen. Bratpfanne, da gibt es vieles, was Sachen nicht an, nicht leben bleiben oder sowas, aber ich glaube nicht, dass es das Anti-Fog-Mittel heißt. Also es ist wie ein Verdacht zwischen B oder D in dem Fall. Tapete, es gibt 100 Pro was, was das nicht unbedingt beschlägt, mal wegen Rauch. Aber ich glaube, es müsste B, die Schwimmbrille sein. Das ist gefährliches Halbwissen, das da ist. Das ist verdammt gefährliches Halbwissen, das sage ich jetzt schon mal. B. Letztes Wort. Ich nehme mal die Perspektive hier. Nee, warte, wo ist sie? Nein, nein, da. So. Und damit ausgestattet sind, beziehungsweise ist der oder die Schwimmbrille, yes! Das klappt schon mal sehr gut soweit. Wir gehen auf 16.000, die Schiffer-Variante haben wir ja gewählt. Und wir haben ja noch unsere beiden Joker. Hier kommt er. Welche beiden Promis haben nicht dasselbe Geschlecht? Das kann man wissen. Emma Stone und Emma Watson, Chris Brown und Chris Pratt, Taylor Swift und Taylor Lautner oder Helen Hunt und Helen Mirren? Haha. Die Frage kann schon mal eine Falle enthalten, einfach nur weil wegen denselben Vornamen. Das muss nicht lange nicht heißen, dass beide weiblich sind oder männlich. So, Taylor Swift ist definitiv weiblich, Emma Stone und Emma Watson sind glaube ich auch beide weiblich, Chris Brown. Bei B überlege ich gerade schon, weil ich es nicht weiß. So, Helen Hunt und Helen. Also, ich habe wieder das Gefühl, es gerade, bis es B oder D ist. Und ich verwende mal den. Wen nehmen wir denn da? Ich verwende mal dabei den. Telefonjoker zuerst. Die Nummer 3 heute mal. Ich muss mir Glück bringen heute. So, welche beiden Promis habe ich dasselbe Geschlecht? Emma Stone Watson, Chris Brown Pat, Swift Leutner, Hart und Mirren. Ganz so ein Typ für A oder C nehmen, aber ich weiß es nicht. Das ist nicht so gut. A oder C. Das sind genau die gegenteiligen beiden von mir. Ja, keine Ahnung, verdammt. Schade. Der Joker ist weg. Also er sagte A oder C, er würde eher A nehmen. Was machen wir denn jetzt? Ich hau den 50-50 Joker noch hinterher. Okay, jetzt wird es lustig. Also der Telefonjoker hat keine Ahnung. Und meine beiden Antworten sind gerade rausgeflogen. Schön. A oder C? Er würde dann eher A nehmen. Emma Stone und Watson haben nicht dasselbe Geschlecht. Ich riskiere es. Ah, oh Gott.
Bitte lass mich nicht abschätzen. Bitte nicht. Oh je. Puh. Richtige Antwort ist Taylor Swift und Taylor Lautner. Schade. So nah dran und dann doch zurückgefallen auf leider immerhin 500 Euro. Na dann, versuchen wir es eben nochmal. Ja, so schnell kann es gehen. Schade drum, es hätte klappen können. Probieren wir es eben nochmal mit dieser Auswahlaufgabe. Ordnen Sie diese berühmten Kriminalromane chronologisch nach ihrem Erscheinungsjahr. Casino Royale, der Hexer, die Apothekerin, die fünfte Frau. CBA und D, keine Ahnung. Auflösung. Am ehesten, da fangen wir doch mal an. Chronologisch haben wir erste Hexer, dann haben wir Casino Royale, dann haben wir C, Apothekerin und dann haben wir D, die fünfte Frau. B, C und D wäre die richtige Reihenfolge gewesen. Das wussten immerhin noch weitere. Warte, wie haben wir jetzt? 7. Am schnellsten war Spieler 9. So. Dann probieren wir es mal. Indem wir uns wieder für die Variante hier entscheiden und wir starten wieder durch. Los geht's. Was wird auf mit gebratenen Zwiebeln serviert? Was? Patina-Rippchen, Schimmelschnitzel, Rostbraten, Korrosionskotelett. Rostbraten C. Und, huch, die Kamera muss ich austauschen, 100. Was gehört auch für einen bescheidenen Chirurgen zum Berufsalltag? Prahlen, angeben, protzen, aufschneiden. Aufschneiden, D. 200. Unerschütterliche Zeitgenossen, attestiert man redensartlich Nerven wie? Springseile, Gummiseile, Drahtseile, Abschlussseile. Nerven wie Drahtseile. 300. Wer sagte, mein Gott, was soll aus Deutschland werden, wenn ich nicht mehr da... Hat man die Frage nicht gestern schon? Konrad Adenauer, D. Die Frage hatten wir doch gestern schon gehabt. 500. In welcher Variante ist sowohl Kaffee als auch Sex nicht besonders aufregend? Bienchen, Glümchen, Schäfchen, Wölkchen. Muss ich die Folge jetzt deswegen FSK 18 machen? Blümchen B. Fünf sind erledigt, die sechste folgt. Autofahrer lassen des Öfteren die Bremsen anspitzen, Zündkerzen feilen, Zylinder abhobeln, Kupplung schleifen. Die Kupplung schleifen lassen, würde ich sagen. Klingt gut. Naja. Ich selbst weiß, ich bisher fahre kein Auto momentan, ein bisschen sub kein. Aber D, ich nehme Kupplung schleifen lassen. Klingt gut, aber keine Ahnung. A macht keinen Sinn, B auch nicht und C, nee. Ich nehme D. Was ist aus der Kosmetikindustrie nicht mehr wegzudenken? Baumwollvitamine, Seidenproteine, Leinenfette, Wollglucose. Puh. Das ist dann die Frauenfrage für die zweite Runde. Und ich muss da sagen, ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine Vermutung zwischen vielleicht
B oder C, aber ich nehme einen Joker definitiv. Ich fange mal Telefonjoker mal an. So, was wir wechseln, also kosten wir direkt Industrie, da haben wir Baumwollvitamine, Seidenproteine, Leinenfette, Wollglucose. Sicher, dass einfach B oder A nur sein kann. Na dann ist es B. Stärkere Tendenz des Telefonjokers geht zu Antwort B. Dann haben wir zwei eine Meinung. Vielen Dank. B. Jawohl. Welches dieser Tiere ist giftig? Feuersalamander, Zauneidechse, Laubfrosch, Blindschleiche. Giftig. Laubfrosch? Ich meine Laubfrosch. Zauneidechse, nee. C, Laubfrosch. Letztes Wort. Weil Blindschleifen sind giftig und Zauneidechsen glaube ich auch nicht. Doch, Feuersalamander. Ach nee, warte mal. Wie heißen diese Frösche, die giftig sind? Verdammt. Ich bin gerade davon ausgegangen, diese ganz... Es gibt ja einmal diese normalen dunkleren, die etwas kleineren, dann gibt es ja diese größeren grünen. Ich habe gedacht, das wären jetzt die gewesen. Verdammt. Hätte drauf kommen können, war zu vorlieg. Leider nur 500. Und für diese 3 Minuten starten wir keine Runde mehr. Das lassen wir heute so stehen, wie es ist. Leider nur 2x500, aber ich denke mal, dass wir das nochmal morgen ausbessern können. Und dieses Wochenende gibt es ja eh unser kleines Weihnachtsspecial noch dazu. Das heißt, wir haben noch mindestens 2 Chancen, diese Woche vor Weihnachten hier was zu reißen. Das war's für heute. Wir sehen uns gleich morgen wieder, morgen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Haut rein und tschüss. Kommt gut nach Hause.